Willkommen zu einem neuen verstörend unheimlichen Indie-Horrorspiel. Heute spielen wir gemeinsam das gelbe Baby. Ich habe das Spiel hier nur heruntergeladen, weil dieses Baby so unglaublich widerlich aussieht. Ich meine, schaut euch dieses Baby an. Hey Baby. Ja, Kleiner, ich werde heute auf dich aufpassen. Ich bin der beste Daddy der Welt. Guck mal hier, ich kann das Baby fangen. Ja, Beine wärst du aufgeplopst, aber ich bin richtig krass. Leute, ja, lasst eine Bewertung da. Ich glaube, das Spiel wird sehr verstörend. Würde mich also über ein bisschen Unterstützung freuen. Hashtag bester Dad auf der ganzen Welt. Nicht wahr? Ui, kleiner Boris. So, Baby hat Hunger. Baby hat Hunger. Guck mal, Baby tanzt. Ich bin der kleine Boris und ich tanze auf dem Tisch. La 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 la. Okay, warte. Blub, ich leg dich da mal hin. Oh, ich wäre ein großartiger Dad. Ich wäre echt ein großartiger Dad. Ach, hier drüben kann man sogar die Windel wechseln. Hast du einen Stinky gemacht, kleiner Boris? Hast du einen Stinky? Ich glaube, Boris hat keinen Stinky. Gehen wir mal hier rein. So, die Küche. Wir brauchen Essen. Ah. Trinky, Trinky für den kleinen Boris. Ja, da freust du dich, ne? Ja, da freust du dich. So, Kleiner, was nun? Okay, wir müssen mit dir ins Badezimmer, denn... Oh, ja. Ja, der stinkt. Oh, der stinkt böse. Warte mal, kleiner Boris. Flupp. Ich leg dich mal hier hin. Ganz entspannt. Ganz entspannt, Kleiner. So. Was? Was zum... Baby Boris? Wie bist du da hingekommen, Kleiner? Hä? Es gibt kein Entkommen vor dieser tollen Daddy-Nanny. Du bleibst jetzt schön hier, ja? Du unheimlicher kleiner Scheißer. Ja, da freust du dich doch. Da freust du dich doch. Butz, oh, Entschuldigung. Butz, oh, es tut mir leid. Butz, oh Gott. Es tut mir leid, Baby Boris. Es tut mir leid. Jetzt geht's aber ins Bettchen. Ja, ins Bettchen. Guck mal, Baby Boris klatscht. Ui, 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 ui. Okay, was haben wir hier? Ein Talisman. Hm. Ist Baby Boris vielleicht gar nicht das, was wir denken? Okay, in die Tür können wir nicht rein. Komm mal mit. Ich bin jetzt lieb zu dir, Baby Boris. Ich bin lieb zu dir. Guck mal hier, ich leg dich mal ganz vorsichtig hier hin. Ja, da freust du dich. Er ist doch glücklich. Er ist doch glücklich. Ab ins Bettchen. So. Gemütlich. Alles gut, Baby Boris. Bist du glücklich? Hilfe, bitte. Möchtest du vielleicht Spielklötzchen? Okay, also ich gehe jetzt runter, hau mir ein paar Nachos rein, werde ein bisschen fernschauen, volle Lautstärke. Leider gibt's hier nirgendwo ein Babyphone, deswegen ich gebe dir hier noch einen Abflussreiniger zum Spielen und eine Packung Rasierklingen. Ne? Alles, was Babys eben brauchen. Waren wir hier noch dunkel. Und dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Ja, das, ich denke, das war auf jeden Fall qualitativ gut. Ich meine, Abflussreiniger und Rasierklingen, das ist eigentlich genau das, womit kleine Babys gerne spielen. So, und wir schauen jetzt mal hier ein bisschen Fernsehen. Ach Gott. Habe ich denn nie Ruhe? Ich komme ja schon. Ist ja gut. What the hell? Baby Boris? Was, wo ist er denn? Wo ist der Kleine denn? Baby Boris! Scheiße, wo ist das kleine Drecksvieh? Was machst du denn? Ja, freut er sich wieder, der kleine Hosenscheißer. So, was hast du denn da unten gemacht? Hast du mich gesucht? Wolltest du mit mir Fernsehen gucken? Findet Nemo? Ja, aber Findet Nemo gibt's heute nicht, ne? Morgen. Schon spät. Okay. Hast du deinen Abflussreiniger? Und die Rasierklinge auch? Gut. Ich kann dir noch einen Gürtel geben. Das Gesicht? Oh, der freut sich ja richtig. Willst du einen Gürtel? Bist du Papas Gürtel? Hier, hast du ihn. So, jetzt aber gute Nacht. Es wird geschlafen, sonst werde ich böse. Sonst werde ich nämlich...
Tür zu und gute Nacht. Ey. Soll Papa böse werden? Baby Boris? Hä? Hä? Okay. Gut, wir werden es ignorieren. So ein Verhalten werden wir einfach ignorieren. Alles klar. Die erste Nacht mit meinem Sohnemann habe ich überstanden. Hier ist aber kein Baby Boris. Baby Boris, warum guckst du so merkwürdig? Was schaust du da an? Eine Doku? Eine Doku über schlechte Eltern? Und jetzt erkennst du Parallelen zu mir und denkst dir, mein Daddy ist ja noch viel schlimmer. Tja, Baby Boris, jetzt gibt's erstmal was zu essen. Papa macht dir erstmal hier lecker, lecker Flasche. Baby Boris? Nicht cool, Baby Boris. Nicht cool. Ja. Deswegen gibt's jetzt heute nur die billige Milch. Die von den genmutierten Kühen. Okay, herzlich. Ich kann nicht aufheben. Er verweigert es. Er hat sich eingeschissen, der kleine Baby Boris. So. Guck mal, hier lege ich dich ganz vorsichtig hin. Du siehst auch kein bisschen traumatisiert aus. Mir geht's gut. Sehr gut. Bleib da. Hey. Wo ist die Windel? Was? Was? Baby Boris kann Telekinese. Ja. So. Ey, Baby Boris, ne? Baby Boris, wenn du nicht gut zu mir bist, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Dann muss nämlich Baby wieder im Ofen schlafen. Will Baby im Ofen schlafen? Ha? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Ich mein's ernst, Baby Boris. Achtung, wir setzen dich mal hier hin. Hilfe, Dad, Hilfe! Ich bin ein toller Dad. Ich kann es immer wieder sagen. Ich bin der Beste. Ja, ist die perfekte Schlafposition. Also von mir können Eltern lernen, wie man mit Kindern richtig umgeht. Liebe Eltern, das ist nicht nur einfach irgendein witziges Indie-Horrorspiel, sondern das ist eigentlich eher ein Protokoll. Wie gehe ich mit Kindern richtig um? Kapitel 3. Okay. Oh. Wie jetzt? Ah. Ich dachte schon, Fernseh gucken wäre jetzt meine Hauptaufgabe. Boris? Ach, Boris. Was ist denn hier los? Mal Tür zu. Feed me? Moment mal, sowas lese ich eigentlich immer nur bei Kreis. Mama! Feed the baby, you monster! ja gut, ich fütter das Kind. What the? Alles klar, das Jugendamt hat mir eine Nachricht dagelassen. Die meint's ernst. Mit Blut und Benzin geschrieben. What the hell, Baby Boris? Du böser, satanistischer Bengel. Huldige mir. Hier, nimm. Nimm dein Kinderblut. In Flaschenform. Okay. Alles wird gut, Baby Boris. Flop. Was? Hey, okay.
Ich gehe deinen Talisman holen, Baby Boris. Alles gut. Alles gut, wo war der? Der war hier drüben. Heil, Baby Boris! Heil, Baby Boris! Nimm das Blut! Unschuldiger... Oh, er wäre beinahe vom Wickeltisch gefallen. Nimm das Blut unschuldiger Kinder, Baby Boris. Oh, ach, guck ihn euch an. Jetzt habe ich schon wieder Mitleid. Ach Gott. Ach Gott. Ach, komm her. Du musst doch nicht traurig sein. Hey. Komm, wir gehen ins Bett. Komm, wir bringen dich ins Bett. Guck mal, ich habe dich gefüttert. Alles gut. Alles gut, kleiner Boris. What? Baby Boris? Alter, er bringt sich selbst ins Bett. Babysitten ist super easy. Leichtester Job der Welt. What? Alter. Baby Boris geht in die Cthulhu-Dimension. Heil, Baby Boris. Alter, was für ein... was für ein durchnes Spiel. Gut, Leute. Ja, das war... das gelbe Baby. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Gell? Ja. Lasst für Baby Boris eine Bewertung da, denn er tanzt für euch auf dem Tisch. Tschüss!